In diesem Video möchte ich Ihnen erklären, wie Sie sich für einen Studienplatz im Bachelor of Science in Psychology an der Universität Luxemburg bewerben können. Zunächst zu den Grundvoraussetzungen. Um sich für den BAP bewerben zu können, benötigen Sie eine allgemeine Hochschulreife, also entweder ein luxemburgisches Diplom de fin d'études secondaires oder ein gleichwertiges nicht-luxemburgisches Diplom, wie zum Beispiel ein deutsches Abitur oder ein französisches Baccalauréat. Wenn Sie einen nicht-luxemburgischen Schulabschluss haben, dann müssen Sie beim luxemburgischen Ministerium die Anerkennung Ihres Diploms beantragen. Dieses Dokument muss zum Zeitpunkt Ihrer Bewerbung noch nicht vorliegen. Es kann bis zum Studienbeginn nachgereicht werden. En ce qui concerne les exigences linguistiques, nous attendons, selon le cadre européen commun de référence pour les langues, un niveau C1 en allemand, ainsi qu'un niveau B2 en français et en anglais. Dans le cas où un candidat n'a pas encore tout à fait atteint le niveau requis dans une de ces langues, mais qu'il a par ailleurs soumis une candidature réussie, nous acceptons ce candidat sous condition que le certificat requis soit fourni avant le début des études. Der Ablauf der Bewerbung Schritt für Schritt. Zunächst müssen Sie sich auf der Internetseite der Universität Luxemburg für den BAP einschreiben. Das ist vom 1. Februar bis zum 30. Juni möglich. In einem zweiten Schritt müssen Sie Ihre Bewerbungsunterlagen hochladen. Unter anderem ein Motivationsschreiben. Dafür haben Sie bis zum 14. Juli Zeit. Sobald wir Ihre Bewerbung erhalten haben, wird sie von zwei Juroren getrennt begutachtet. Ihre schulischen Leistungen werden dabei zu 40% gewertet, Ihr Motivationsschreiben zu 60%. Sie sehen daran, dass uns das Motivationsschreiben besonders wichtig ist. Darauf komme ich später noch einmal zurück. Wenn Ihre Bewerbung das Gremium überzeugt, werden Sie direkt angenommen. Es kann aber auch sein, dass die Prüfer Ihre Bewerbung zwar interessant finden, Sie aber dennoch gerne mehr von Ihnen erfahren möchten. In diesem Fall werden Sie zu einem etwa 30-minütigen Online-Interview eingeladen. Sofort nach dem Interview erfahren Sie, ob Sie einen Studienplatz erhalten oder nicht. Im letzteren Fall und auch in dem Fall, in dem eine Bewerbung direkt abgelehnt wird, haben Sie selbstverständlich die Möglichkeit, sich im folgenden Jahr erneut zu bewerben. Jedes Jahr können wir maximal 80 Studierende annehmen. Weitere Informationen zu unserem Bewerbungsverfahren finden Sie auf unserer Internetseite bap.uni.lu. Worauf kommt es uns an? Was möchten wir in einer Kandidatin, einem Kandidaten sehen? Wichtig ist vor allem, dass Sie gut über das Studium informiert sind, dass Sie ein klares und umfassendes Bild vom Studium der Psychologie haben, dass Sie also wissen, was da auf Sie zukommt und keine falschen Vorstellungen vom Studium haben. Und natürlich wünschen wir uns, dass Sie auch viel Lernbereitschaft und Engagement mitbringen, sich eingehend mit den tatsächlichen Studieninhalten auseinanderzusetzen. Wie ich es vorhin schon erwähnt habe, das Motivationsschreiben ist besonders wichtig. Um Ihnen dabei zu helfen, stellen wir Ihnen 9 Fragen, auf die Sie in Ihrem Motivationsschreiben möglichst aussagekräftig antworten sollten. Die Fragen sind in 3 Themenblöcke gegliedert. Im ersten Themenblock geht es um Ihre schulische Laufbahn bzw. um Ihren Lebenslauf. Wir möchten gerne von Ihnen wissen, welche Elemente Ihrer Schulzeit Sie Ihrer Meinung nach auf ein Studium der Psychologie vorbereitet haben. Hatten Sie zum Beispiel vielleicht ein besonderes Interesse an Biologie oder Mathematik, was beides für die Psychologie wichtige Fächer sind? Haben Sie sich in bestimmten Fächern mit psychologischen Fragen auseinandergesetzt? Haben Sie sich möglicherweise nebenschulisch sozial engagiert? Oder liegt Ihre Schulzeit vielleicht schon länger zurück und Sie haben inzwischen studiert oder berufliche Tätigkeiten ausgeführt, die auf ein Psychologiestudium hinführen könnten? Im zweiten Themenblock möchten wir näher erfahren, was genau Sie an einem Psychologiestudium interessiert. Sie sehen, wir fragen gezielt nach Ihrem Interesse am Studium und nicht direkt nach Ihrem Berufsziel. Was muss ein Psychologiestudium beinhalten, damit Ihre Erwartungen daran erfüllt sind? Wo haben Sie sich sonst noch für ein Psychologiestudium beworben? Und welche Alternativen ziehen Sie in Erwägung,
falls Sie keinen Studienplatz in der Psychologie erhalten sollten. Im dritten und letzten Themenblock geht es darum, was Sie über das Studium der Psychologie wissen. Welche Informationsquellen haben Sie genutzt und was haben Sie dabei erfahren? Auf welche Fächer in der Psychologie würden Sie sich besonders freuen? Warum wecken genau diese Fächer Ihr Interesse? Und bitte beschreiben Sie uns auch, was Sie sich unter einem empirisch-wissenschaftlichen Studium vorstellen und was Sie sich davon erwarten. Wenn Sie Fragen zum Studium im BAP oder zu Ihrer Bewerbung haben, dann stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Sie können mich unter der E-Mail-Adresse simone.heiderscheid@uni.lu gerne kontaktieren. Wir sind am Ende der Videoreihe und wir danken Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. I hope that we raised your interest in the Bachelor of Science in Psychology. Und wir freuen uns sehr auf Ihre Bewerbungen. Vielen Dank. Thank you very much. Merci beaucoup.